Der Marco Meier leitet das operative Geschäft von der Demo Schweiz AG und ist Sicherheitsbeauftragter. Eine Funktion, die er nicht nur wahrnimmt, sondern ernst nimmt. Wir sind insgesamt in der Demo Schweiz immer etwa 45 Leute. Demo Schweiz ist eine klassische Hauswartungs- und Reinigungsfirma. Wir sind spezialisiert auf Hauswartungen im klassischen Sinn und teilweise auch Höhenarbeiten, aber nicht Industriekletterer, sondern einfach mit Gerätschaften. Wir haben Leute ausgebildet, PSAGA, also gegen Absturz. Und dementsprechend haben wir immer wieder logischerweise auch mit Chemie zu tun, mit scharfer Chemie zu tun. Und das sind dann schon die besonderen Gefährdungen. Nebst dem, dass natürlich auch beim Kunden arbeiten und dort dementsprechend auch Gefährdungen auftreten können, die nicht unbedingt mit uns direkt zu tun haben, aber die mit dem Kunden zu tun haben. Vor einigen Jahren haben sich Marco Meier und Thema Schweiz AG der Branchenlösung vom Branchenverband Alpura angeschlossen. Die ganzen Sicherheitsvorschriften, die von der SUVA eigentlich erlassen werden und definiert werden, das ist ein rechter Dschungel. Wenn du dich da einarbeiten willst, das ist fast unmöglich, weil es so viele Branchen gibt. Und darum habe ich mich entschlossen, eigentlich der Branchenlösung beizutreten, weil die buchstabieren es eigentlich genau auf unsere Bedürfnisse. Das sind Berufskollegen, das sind Mitbewerber, das sind Mitstreiter in unserem Markt. Und die wissen eigentlich, um was es darauf ankommt. Mit denen kann man auch auf anderen Ebenen kommunizieren, als mit der SUVA selber oder mit dem Gesetzeserlasser selber. Kannst du da viel anders definieren. Die wissen, um was es geht und darum bin ich dort dann eigentlich beigetreten. Seit dem Jahr 2021 ist die Branchenlösung digitalisiert und läuft über die Web-Applikation Safely. Was hat sich seither verändert? Für mich oder respektive für Thema Schweiz im Speziellen hat sich verändert, dass wir wieder einen Schritt gemacht haben in die Zukunft, das heisst die Digitalisierung. Wir haben nicht mehr irgendwelche Excel-Sheets oder Lintücher aus A3 aufgehängt mit irgendwelchen farbigen Pünktchen irgendwo auf einem Kalender drauf, wo man irgendein ein Sicherungsgestellte muss dann wieder in die Prüfung geben, sondern wir haben das definiert, wir haben das erfasst im Safely und dann wird dort eine Erinnerung rauskommen und sagen, hey, das und das Sicherheitsgerät musst du jetzt wieder prüfen lassen oder selber prüfen. Wir haben auch die Steighilfe, die Leiter dort drin, alle schön aufgenommen, wo das die sind, wann das letzte Mal geprüft worden sind durch uns, wann das wir es gekauft haben, all die Sachen sind da. Ein weiterer Vorteil, den ich natürlich extrem super finde, ist, du kannst einen QR-Code pro Gerätschaft ausdrucken, du kannst das beim Gerät selber anbringen und du hast jederzeit die nötigen Informationen parat. Mit Natel kannst du dich einloggen dort, kannst den QR-Code scannen und kommst genau auf die relevanten Daten. Das ist extrem von Vorteil. Ich habe es immer bei mir. Und zwar ohne, dass ich muss das halbe Büro in Papierform ausdrucken und mitnehmen. Ich habe die Daten bei mir, ich kann jederzeit darauf zugreifen, sei das, ich kann einmal frei haben oder mal nicht bei der Arbeit sein, wenn der Mitarbeiter ein Problem hat, dann kann ich ihm die Antwort liefern. Ich kann die Fragen beantworten. Gehen wir davon aus, SUVA macht eine Kontrolle auf einer Baustelle, wo wir arbeiten dürfen. Auch dort kann ich mit dem SUVA-Berater sofort Kontakt aufnehmen. Ich kann ihm Daten liefern, und zwar die richtigen Daten. Nicht, ich glaube, es ist so, sondern es ist so, weil es ist hinterlegt im Safe-Line. Das finde ich einen grossen Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, es geht nichts mehr vergessen. Weil einfach das Ganze elektronisch gestützt ist, kann ich eben auch einen Stellvertreter von mir definieren, und kann sagen, bitte hilf mir, diesen Teil machst du, tust mich daran erinnern, ich tue dann das Zeug zusammensammeln und das gesammelt dann zum Spezialist geben, der prüft die Gestellte, gibt es mir wieder retour und dann kann meine Assistentin kann das im System einpflegen und somit haben wir den Zyklus wieder geschlossen und der fängt wieder von vorne an laufen. Und das ist für mich als Sicherheitsbeauftragter von der Thema Schweiz ist es eine Sicherheit für mich selber. Ich mache meinen Job, ich kann ihn wahrnehmen und ich muss nicht immer daran denken. Ich habe nicht immer etwas, das man da hinten drückt, sondern ich weiss, da kommt eine Erinnerung, die kommt zeitig, die kommt richtig und das ist für mich extrem viel wert. Schlussendlich schützen wir unsere Mitarbeiter und ohne dich geht es einfach nicht.
Von den diversen Modulen in dieser Web-Applikation Safely nutzt Marco Meier hauptsächlich das Modul zur Erfassung von Instandhaltungen. Außerdem sind im Ausbildungsmodul sämtliche Ausbildungen verwaltet und er nutzt das Modul zur Gefährdungsermittlung. Je nachdem, wo du bist, hast du Gefahren, die am Mitarbeiter vielleicht nicht so bewusst sind, wo du kannst mit diesen geführten Checklisten halt den Mitarbeiter auch vor Augen führen. Beim Kunden beispielsweise, wir haben viele Industriebetriebe in der Kundschaft, wo wir Grundreinigungen machen dürfen während dem laufenden Betrieb und dort so eine Gefährdungsermittlung durchführen, so ein Audit, das ist natürlich super. Auch für die Mitarbeiter, sie tun die Augen auf, sie schauen es ganz anders an. Und sie lernen sich auch, sich selber zu schützen. Zu der Frage, wieso er diese Lösung auch anderen Unternehmen empfehlen würde, sagt Marco Meier. Für mich gibt es eigentlich einen wesentlichen Punkt. Für mich ist das Ganze vom Personalrecht, von meiner Aufgabe, meine Mitarbeiter zu schützen, das ist für mich die oberste Ebene. Und das kann ich gewährleisten, durch das, dass ich elektronische Hilfe habe, die mich erinnert daran. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich gehe davon aus, dass es vielen gleich oder ähnlich gegangen ist wie mir und dann hat man vergessen, sicherheitsrelevante Utensilien am Spezialist zu geben, zum Prüfen, dass man es wieder ein Jahr nutzen kann. Auf einmal fällt einem auf, oh shit, wir haben den Auftrag wieder, wir sollten morgen oder nächste Woche und dann wird es knapp. Könnt ihr dann überhaupt wieder zurück zu einer Papierlösung? Ich könnte, ja. Es wäre sicher ein Rückschritt. Ich möchte es nicht, nein. Auf keinen Fall. Wirklich nicht.